Rottmuschner, schlimme Attacke auf die Moderatorin. Schlimme Attacke auf Rottmuschner, 41, minus und das so kurz vor Weihnachten, während die Moderatorin bei den meisten sehr beliebt ist, hat es eine Facebook-Userin jetzt auf sie abgesehen. Unter ein Bild in dem sozialen Netzwerk, auf dem sich Rottmuschner in einem kurzen pinkfarbenen Jumpsuit zeigt, schrieb ein Fan, dass die 41-Jährige zu dick und auch zu alt wäre, um so ein Outfit zu tragen. Sofort stehen ihre übrigen Follower Rottmuschner bei, ergreifen Partei für sie. Manche Menschen haben echt eine Vorstellung. Wo bitte sind die Beine von Rottmuschner zu dick? Fragezeichen und dazu noch zu alt? Fragezeichen. So Kommentare sind einfach nur unnötig. Manche haben echt nichts Besseres zu tun. Ich finde, sie sieht toll aus und hat eine super Figur. Vielleicht spricht da ja einfach nur der Neid, kommentiert einer das Bild der Moderatorin. Rottmuschner bezieht Stellung. Und auch sie selbst lässt diese fiese Attacke nicht auf sich sitzen, in einem weiteren Post äußert sich die Moderatorin zu den Vorwürfen. Unsere westliche Welt hat ein klar definiertes Schönheitsideal, welches einem überall knackig entgegenwinkt. Wer sich nicht kaschiert, was kaschiert werden muss, braucht sich über Tadel nicht zu wundern, bezieht Rottmuschner zum Thema Bodyshaming ganz sachlich Stellung. Zwar sieht die Durchschnittsdeutsche im echten Leben nicht so aus, wie die Zeitschriftenmädchen, trotzdem werden Menschen wie Annelina Kirsch, Maite Kelly, Barbara Schöneberger, Bahaki Ziel, Mabi Kawai, Mozi Mabuse und Rebecca Emanuel, um nur ein paar zu nennen, als glänzende Ausnahmen gefeiert. Ausnahmen, die bei genauerer Betrachtung der Statistik eigentlich nur die numerische Norm verdeutlichen. Am Ende ruft sie sogar noch zu einer Netzaktion gegen Bodyshaming auf, und wer Lust hat, postet ein Foto von sich auf seinem Facebook- oder Instagram-Account mit dem Hashtag #rottigern an, das verlinkt mich gerne. Ich freue mich über jeden, der mitmacht und meinen alten, dicken Schenkeln einen Sinn verleiht, und bedanke mich bei Frau Zu, dass sie gezeigt hat, dass immer noch Redebedarf besteht. Eine starke Antwort einer starken Frau.